Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, da haben wir uns nach Feuerburg begeben müssen, da Rubens mit uns zusammen nach einem Weg sucht, das Schiff wieder aufweg zu kriegen. Und ich glaube, der Vater weiß darüber Bescheid. Schauen wir mal nach. Arion, weißt du etwas über einen Vulkanstein? Na klar, wo war er noch? Ah, hier. Ja, jetzt haben wir schon den Vulkanstein erhalten, das ist schon mal etwas. Aber da wir jetzt gerade in Feuerburg sind, lohnt sich jetzt ja eigentlich noch ein paar Zaubertränke zu kaufen. Weil die sind ja schon wichtig, wie ich finde. So. Ja, kaufen wir mal die volle Anzahl. Jetzt haben wir 99 Zaubertränke. Ey, Moment. Was soll das denn hier? Hallo? Da bist du ja wieder. Und Spencer, der Eingang des Tunnels ist verschüttet. Und Fovia sucht bereits nach dir. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder nach Aquaria. Solltest du tun. Wäre von Vorteil. Ja, schauen wir doch mal, dass wir hier alles wieder einigermaßen so hinbekommen. Gehen erstmal wieder Richtung... Ja, hier ist jetzt wohl kein Epic mehr. Nee, Moment. Wir gehen einen kürzeren Weg. Ich habe jetzt keine Lust, mir den großen Umweg zu machen. Wir gehen hier lang nach, ja, Windia, beziehungsweise erstmal Aquaria, weil Spencer angeblich in Aquaria unterwegs ist. Wollen wir nochmal schauen, ob er vielleicht schon da ist. Aha. So, des Weiteren habe ich bis jetzt nur eine Rückmeldung bekommen zum Thema Shadow Hearts Videos. Schaut euch ruhig mal das Video an und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Qualität nicht so berauschend ist. Bin ich ehrlich. Denn das ganze Rumgeruckel, das ging mir so auf den Senkel. Ich werde auch demnächst wieder das alles über den Rechner machen. Das war nur immer ein Versuch, das über den Laptop laufen zu lassen. Also hier ist niemand. Aber da wir den Vulkanstein haben, begeben wir uns jetzt einfach mal Richtung Windia zurück. So, hepp. Des Weiteren möchte ich mal die Möglichkeit nutzen, um eine weitere Userin nochmal zu grüßen, die jetzt auch mit dem Let's Play angefangen hat. Was ich sehr toll fand, weil sie gesagt hat, sie ist durch mich und einen anderen Let's Player aufs Let's Play gekommen. Ja, liebe Tamiko-chan, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich. Sie hat jetzt ihr erstes Projekt angefangen mit Terranigma. Ein sehr interessantes Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Terranigma nie durchgespielt. Ich habe genug Bomben. Schaut mal bei ihr rein, es lohnt sich wirklich. Ich habe es leider nie wirklich gespielt, nur immer bis zum ersten Turm hin. Wem das was sagt, das ist natürlich nicht sehr weit. Ja. Wir sind gleich auch schon in Windia angekommen. Wo ich ja auch festgestellt habe, dass ich noch in den Baum reingehen kann. Was ich sehr amüsant fand, was ich immer vergessen habe damals. So, jetzt müssen wir nämlich, glaube ich, wieder zu Otto. Und der bastelt uns das wieder alle ein hier, wie wir das haben wollen. Schon merkwürdig. Ach ja, ist klar, dass auch Final Fantasy einen gewissen Fall spielt, weil man sieht ja hier diesen Schokobo hier oben. Auch wenn er weiß und braun ist, aber es ist ein Schokobo auf dem Dach. Stimmt, das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Warum gehe ich ja jetzt eigentlich ins Inn? Naja, egal. Und warum werden wir überhaupt die Welt davon? Egal. So. Wollen wir nochmal schauen? Kalia nochmal ansprechen? Vielleicht sagt sie nochmal etwas. Und... Hilf meinem Vater! Ja, schon klar. So, schauen wir mal. Der Vulkanstein! Groovy! Ach du meine Güte, ein Hippie. Wo willst du hin? Vor allem, der sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie Dr. Wily mit Sonnenbrille. Ich kann mir da nicht helfen. So, jetzt könnt ihr auf der Regenbogenstraße zu Spencers Tunnel laufen. Ja, das ist doch etwas. Wollen wir nochmal hingehen. Wie wir auch sehen, unser Inventar füllt sich immer mehr. Es sind immer zwei Gegenstände, die fehlen. Und glaub mir, beide werden noch gefunden. Ach, warum mache ich es jetzt eigentlich so? Egal, es gibt nämlich noch die schöne Animation. Ich zeige sie jetzt einfach. Wenn man durch Windia geht, dass man über die Regenbogenbrücke laufen kann. Ich finde die schön, die Animation. Ich frage mich aber allerdings, was der eine Typ da auf dem Dach macht. Naja, egal. Man kann nämlich auch hier auf den Dächern rumwandern. Bin ich eigentlich nie ein großer Freund von gewesen. So. Ich glaube, das war jetzt auch... Windia war, glaube ich, die letzte Stadt direkt, die wir so sehen. Und jetzt gehen wir über Volturus-Turm hinweg Richtung Spencers Höhle.
So. Sind wir nämlich durch hier drin? Jetzt müssen wir das Gebiet mit Jumbo-Bomben zerstören. Ja, toll. Was soll das denn jetzt? Was soll der Scheiß Rubens? Ja gut, es ist immer halt ein bisschen Wasser da. Das ist von Vorteil. Geschafft! Das müssen wir Kalia erzählen. Nee, das müssen wir jetzt nicht Kalia erzählen. Wir machen das jetzt erstmal auf den Weg und durchsuchen ja alles. So, Bombe. Mal gucken. Hier ist nämlich wieder ein Siegel, dass wir ja drauf treten können. Wir sind jetzt an Spencers Ort an einer anderen Stelle. Und könnten jetzt hier durchkommen quasi, wenn wir da den Weg schon freigebombt hätten. Naja, egal. Das machen wir jetzt noch. Denn es sollte jetzt erstmal wieder ein Video rein werden für mich, um wieder in die Steuerung reinzukommen und auch alles zu machen. Ich wollte eigentlich gestern Videos aufnehmen, hab das aber nicht ganz geschafft, weil, ja, ich kam nicht mehr ganz dazu. Aber warum komme ich jetzt da oben nicht rüber? Naja, egal. Müssen wir von der Seite schauen. So. Springen, springen. Melodie ist sehr schön beruhigend. Ah ja, jetzt können wir nämlich hier runtergehen, sehe ich gerade. Nehmen wir auch wieder die Klaue zu. Und spazieren weiter. So, seht ihr? Das meinte ich nämlich. Jetzt können wir nämlich von hier aus die Bombe werfen. Haben sogar den Opal da jetzt offen liegen. Und schauen jetzt erstmal, was wir da machen können. Weil das ist für mich zu lange her. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon reinkomme. Oder nicht. Ich lasse mich mal überraschen. So. Des Weiteren kann ich auch schon mal sagen, dass ich einige Leute angeschrieben habe wegen meiner Vorhaben mit Phoenix Wright Ace Attorney. Ich habe schon einige Rückmeldungen bekommen, recht positiv. Ich muss mir jetzt nur noch überlegen, welchen Fall ich nehme, dass ich die ganzen Leute auch da reinbekomme, weil es soll jetzt keiner umsonst angeschrieben worden sein. Ich finde auch toll, dass mir da einige beiseite stehen wollen. Ah, der Möbius-Opal, da ist er nämlich. Und mir sagen wollen, pass mal auf, da könntest du das machen, so könntest du das machen und so weiter. Finde ich nicht verkehrt, denn wir wissen alle, jeder hat mal klein angefangen. Aber jetzt gehe ich erstmal was anderes nachschauen. Denn hier im Wald, im lebendigen Wald, wenn wir uns recht entsinnen, war da doch ein Möbius-Opal. Ich möchte wissen, wo wir da hinkommen, wenn wir da durchgehen. So, da ist wieder dieser Pfeil, der ist mir uninteressant. Und jetzt, da war der Opal drunter. Mal gucken, wo wir dann hinkommen, wenn wir auf den drauf treten. Ah, das scheint Forester zu sein, zumindest so von Ausrüstung, von der Herstellung her. Ein leerer Ort, wo wir ein paar Tränke holen konnten. Gut, das war schon mal von Vorteil. Jetzt gehen wir zu Kalia. Denn da sollten wir ja hin. Von Rubens aus, der gesagt hat, nachdem er eine von unseren wertvollen Bomben geschmissen hat, jetzt müssen wir Kalia Bescheid sagen. Mal schauen, was jetzt da kommt. Übrigens, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, Rubens hat die Nebelaura erlernt. Sehr nützlich. Aber jetzt wollen wir doch erstmal zu Kalia gehen. Mal gucken, was die dazu sagt, dass wir hier ein bisschen freigebombt haben. So, da ist sie nämlich auch schon. Und es hat funktioniert. Das Schiff ist befreit. Danke. Ich muss sofort dorthin. Aber das Schiff ist von Dämonen belagert. Lass das lieber uns machen. Gut, aber gib meinem Vater seine Captain-Mütze, wenn du ihn siehst. So, das war der letzte Gegenstand. Das Inventar ist voll. Wir haben alles erreicht an Gegenständen, zumindest aus dem Rucksack. Jetzt fehlen uns nur noch die Rüstungsgegenstände. Die Zauber haben wir auch alle. Dann hätten wir schon mal einiges geschafft. Und jetzt, ja. Ich glaube, jetzt können wir nämlich hier auch über den Möbius-Opal laufen. Der hier irgendwo in einer Stadt ist. Oder in einem Dorf. Oder wie kamen wir nochmal dahin? Naja. Werden wir ja gleich sehen. Ich gehe nochmal in den Cardio-Tempel. Wenn ich mich recht entsinne, war da nämlich auch nochmal so etwas. Oder war das doch hier in dem Tempel? Ich bin mir jetzt wirklich absolut unsicher, über welchen Opal ich da hinkomme. Ist wirklich schon lange her. Wird wahrscheinlich mich jetzt auch zigtausendmal verlaufen, so wie ich mich kenne. Nee, dann war es nicht hier. Wie kam ich zum Schiff? Das muss doch eigentlich in der Nähe gewesen sein. Naja, ich werde es schon irgendwie finden. So, vielleicht ist im Wind ja doch der Opal irgendwo.
So. Ja, hier haben wir den Gegenstand gekauft. Das Frauenherz, genau, ein Frauenherz kaufen. Naja, wenn es immer so einfach wäre. Egal. Ist hier irgendwas Opalmäßiges? Nein, aber Kisten. Und an Kisten kann der Raven halt ja nicht vorbeilaufen, das kennen wir ja. So. Gut, ich werde mich dann jetzt im nächsten Video auf die Suche machen nach dem Ort, wie ich auf das Schiff komme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Sprach der Raven halt nimmer mehr.